Da geht's auch schon weiter bei Let's Play Mass Effect. Im letzten Teil haben wir mal wieder ein, zwei Nebenmissionen erledigt. Oder war es nur eine? Ich glaube, es war nur eine. Egal. Und machen uns jetzt auf den Weg zur C-Sicherheit, weil da ja gerade ganz viel Scheiß abgeht. Sowohl Nebenmissionen als auch Hauptmissionen. Und da werden wir uns ein bisschen umgucken. Hier steht noch ein Keeper. Den können wir scannen. Und ein gewisser Officer Lang. Mit dem werden wir mal reden. Hey, ich kenne Sie. Sie sind Shepard, nicht wahr? Ich habe das Monument auf Akuse gesehen. Dort gibt es einen ganzen Abschnitt über Sie. Unglaublich, dass Sie überlebt haben. Offenbar haben Sie einen Fan. Tut mir leid. Ich hätte nur nie gedacht, dass ich Sie mal persönlich treffe. Ich heiße Lang, Officer Eddie Lang von der Zitadell-Sicherheit. Es ist eine Ehre, Sie kennenzulernen, Commander. Was machen Sie hier unten in den Bezirken? Kann ich Ihnen helfen? Mal gucken, ob du uns helfen kannst. Vielleicht kannst du uns ein bisschen was erklären. Zum Beispiel über die Zitadell-Sicherheit. Warum sind Sie bei der Zitadell-Sicherheit? Ich weiß nicht, es schien das Richtige zu sein, wissen Sie? Vielleicht liegt es mir im Blut. Mein Großvater war Polizist auf der Erde. Die Zitadell-Sicherheit ist so ähnlich, nicht wahr? Die Polizei auf der Zitadell. Ich bin noch recht neu, aber bisher gefällt's mir. Ist viel interessanter, als auf der Erde zu bleiben. Man trifft alle möglichen coolen Aliens, wie diese Hanar, wild. Und die Zitadell-Sicherheit wird hier sehr respektiert. Wir halten das Gesetz aufrecht. Das wissen sogar Aliens zu schätzen. Ah ja, okay. Was weiß er denn so über die Spectre? Was wissen Sie über die Spectres? Nur das, was Sie in den Videos zeigen. Sie stellen sie immer als Superagenten dar, die bei geheimen Missionen die Galaxis retten. Aber ich weiß, dass die Wirklichkeit anders aussieht. Einige der anderen Jungs von der Zitadell-Sicherheit mögen sie nicht besonders. Sie finden, sie dürfen nicht so oft hart an der Grenze des Gesetzes operieren. Aber der Rat würde sie nicht einsetzen, wenn sie nicht gut wären, oder? Naja. Das kann man so oder so sehen. Das beste Beispiel dafür oder dagegen ist der Saren. Der ja nicht wirklich gut ist. So, wir fragen ihn mal nach Harkin, obwohl wir das ja eigentlich... Ah ja, stimmt, der war ja mal bei der C-Sicherheit. Mal gucken, was sie hier von ihm halten. Kennen Sie einen Officer der Zitadell-Sicherheit namens Harkin? Ich sollte lieber den Mund halten. Er ist schon viel länger dabei als ich. Aber ich habe Sachen gehört, wissen Sie? Er trinkt im Dienst, lässt sich bestechen, solche Sachen eben. Das sind größtenteils Gerüchte. Aber sie haben ihn suspendiert, also muss was dran sein. Ja, stimmt auch. Wir haben ihn ja schon getroffen in dem Club und da hat er sich auch ordentlich volllaufen lassen. Wie gefällt es Ihnen, hier auf der Zitadell zu arbeiten? Hier ist es unglaublich. Ich bin seit über einem Jahr hier und habe gerade mal ein Zehntel gesehen. Das Präsidium ist so schön, man kann sich dort toll entspannen. Aber hier unten in den Bezirken gefällt es mir besser. Irgendetwas passiert hier immer. Wie dieser neue Club, der vor einigen Monaten aufgemacht hat. Da ist vielleicht was los, Commander. Das sollten Sie sich mal ansehen, wenn Sie Zeit haben. Ja, schätze mal, mein Koras Nest. Da müssen wir auch hin, weil da ist anscheinend dieser Fist, der irgendwas mit dieser Quarianerin zu tun hat. Aber dazu später. Ich muss gehen. Genau, Sie sind wahrscheinlich sehr beschäftigt. Man sieht sich, Commander. Jo, war nett, mit dir zu quatschen. So, jetzt gehen wir aber auch mal zur C-Sicherheitsakademie. Da müssen wir, ja, wie es aussieht, mal wieder, ich wollte gerade Rollstuhl fahren sagen, aber Fahrstuhl fahren, meinte ich natürlich. Ja, ich hatte recht. Es ist ein Fahrstuhl. Wo ist denn hier der Knopf? Ach, da. Okay, dann fahren wir mal. Hoffentlich dauert es nicht allzu lang. Oh, wir fahren sogar nach oben. Ich hätte jetzt eher mit nach unten gerechnet. Im Gedenken an Eden Prime bringen wir ein Porträt der mutigen Soldatin Nirali Bhatia. Soldatin Bhatia war eine hingebungsvolle Ehefrau und talentierte Köchin und schloss sich im Verlauf des Ausbildungsplans dem Allianzmilitär an. Nach Ende ihrer Dienstzeit wollte Frau Bhatia ein Restaurant eröffnen, doch stattdessen verlor sie beim Schutz der Kolonisten auf Eden Prime ihr Leben. Weitere Kurzporträts mutiger Soldaten und Freistellen beim Militär finden Sie beim Allianzmilitär im Extranet, wenn Sie das Keyword Mut eingeben. Nö, danke. Mir reicht schon unser aufregendes Leben. Außerdem sind wir ja beim Allianzmilitär ungefähr. Okay, gut, da gibt's jetzt einige Dingens, einige Ausrufezeichen. Gut, ich sehe nur eins, aber wie gesagt, hier gab's ja einiges zu tun. Okay, links ist eins, da müssen wir auf jeden Fall hin. Da ist ein Zitadell-Transit. Wir werden aber auch natürlich jetzt hier mal durchlaufen, weil kann ja sein, dass sich hier auch noch Keeper verstecken, wie zum Beispiel der. Und hier ist auch noch jemand, der Ausrüstungsoffizier, mit dem können wir auch mal sprechen. Sekunde, ich hab sie gleich. Commander Shepard, mit dem Allianzmilitär hier. Das erste Mal auf der Zitadelle. Stimmt das in etwa? Oh,
Die sind aber gut informiert. Woher wissen Sie, wer ich bin? Ich bin der Zitadell-Sicherheitsrequisitionsoffizier. Ich muss sichergehen, dass unsere Käufer autorisiert sind. Also, darf es heute etwas für Sie sein, Commander Shepard? Zeigen Sie mir, was Sie haben. Super. Ich hoffe, Sie finden, wonach Sie suchen. Vielleicht hat er irgendwas, was ich mir leisten kann. Zum Beispiel mal wieder Lizenzen. Weil ich glaube, die Sachen hier zu kaufen, ist, glaube ich, ein bisschen utopisch, weil ich habe wirklich kaum Geld. Ich meine, es wird jetzt je weiter runter, man kommt immer billiger, aber trotzdem immer noch zu teuer für mich. Oh ja, hier ist eine Lizenz. Gut. Alles klar. Dann kann ich auch schon wieder gehen. Dann brauche ich hier nichts weiter. Ich wollte nur die Lizenz haben. Gut. Da geht's hoch zu einer Aussichtsplattform, soweit ich weiß. Und da hinten müssen wir hin. Und da steht auch schon ein Kurganer. Und es wird auch schon angezeigt, das ist Rex. Dann würde ich sagen, ja, reden wir mal direkt mit denen, was? Zeugen haben ihre Drohungen in Fists Bar gesehen. Halten Sie sich fern. Sie schreiben mir nichts vor. Das ist Ihre einzige Warnung. Warnen Sie Fist, ich bring ihn um. Soll ich Sie verhaften? Ich will, dass Sie es versuchen. Nur weiter. Raus hier. Kenne ich Sie? Okay, das scheint also Rex zu sein und der scheint auch ein harter Kerl zu sein, der auch ein bisschen was für Aufstände und Krawall übrig hat. Naja, stellen wir uns mal vor. Ich heiße Shepard. Ich suche Fist. Dachte, Sie wollten vielleicht mit. Shepard? Commander Shepard? Ich habe schon viel von Ihnen gehört. Wir sind beide Kämpfer, Shepard. Ich gebe Ihnen respekthalber genügend Warnung. Ich bringe Fist um. Fist weiß, dass sie kommen. Gemeinsam haben wir bessere Karten. Mein Volk hat ein Sprichwort. Finde den Feind deines Feindes und du findest einen Freund. So ein ähnliches Sprichwort haben wir auch. Ja, deswegen würde ich sagen, der scheint so oder sieht so aus, als würde er ordentlich austeilen können. Deswegen ist er auf jeden Fall sehr willkommen in unserer Gruppe. Schön, Sie bei uns zu haben, Rex. Gehen wir. Fist soll nicht warten. Ja, dann nehmen wir den direkt mal mit und die Ashley nehme ich auch mit. Eine Frau muss immer sein. Dann muss halt Garrus kurz mal aussetzen. So, da haben wir ihn auch dabei. Wir haben unser nächstes Teammitglied, ein Kroganer. Und den können wir auch direkt aufleveln, weil der hat bestimmt auch viel, ja, 14 Punkte. Geben wir ihm direkt mal was auf das Ganze hier. Okay, er kann eine Fähigkeit namens Warp. Und Kampfmeister, ja. Das sieht doch ganz gut verteilt aus, oder? So. Dann gucken wir hier nochmal durch. Ah, hier ist das nächste Ausrufezeichen. Das scheint wohl dann, oder müsste wahrscheinlich dieser Kellick oder Chellick oder wie auch immer man ihn ausspricht sein, der mit uns reden wollte. Und hier verstecken sich bestimmt noch ein paar Keeper. Ja, lassen Sie mich das mal klarstellen. Okay, da geht auch irgendwas ab. Er hat sie bedroht? Mit denen reden wir später auch. Naja, nicht wirklich. Das scheint dieser Chellick zu sein, Detective, oder? Ja, Chellick. Das ist er. Kommen Sie mit ihm in mein Büro. Okay, ja, ich komme ja gleich. Ich will erstmal gucken, ob ich noch ein paar Keeper finde. Hier oben könnten sich nämlich noch ein, zwei verstecken. Ja, da ist auf jeden Fall noch einer. Zack. So, den haben wir. Tracking Terminal, okay. Ja, ist nur was fürs Codex. Habe ich euch, glaube ich, auch schon mal erklärt. Das Codex ist halt nur dafür da. Da könnt ihr euch nochmal alles genau durchlesen und Sachen erklären lassen. Und das wird halt alles eingetragen. Und wir kriegen halt ein bisschen Erfahrungspunkt dafür, wenn wir sowas anklicken. So, gut. Den hätten wir auch. Wie viele fehlen mir denn jetzt noch? Wie viele Keeper? So, wo waren es denn? Die Keeper scannen. Ah, zwei Stück fehlen noch. Ich weiß, wo noch einer sein könnte. Aber der andere? Shit. Okay, ja, bevor wir mit dem Kelly reden, würde ich sagen, gucken wir mal, was hier unten los ist, weil hier unterhalten sich auch ein paar. Ein gewisser Jarlie mit einem Inspektor Gedöns. Hey da! Oh. Sie sind nicht von der Zitadell-Sicherheit, oder? Wollten Sie etwas? Nö, wer bist denn du? Was wollen Sie hier? Ich bin Jarlie. Ich bin hierher gekommen, um die Behörden um Hilfe zu bitten. Mein Partner will mich töten.
Und ich dachte, wir wären Freunde. Okay, wie kommt er darauf? Woher wissen Sie, dass er Sie töten will? Er ist jetzt so anders. Er redet bei der Arbeit nicht mehr mit mir. Und verfolgt mich. Gestern ist er mir bis nach Hause gefolgt. Er weiß nicht, dass ich ihn gesehen habe, aber er wartet nur auf seine Chance. Ist mir egal, was andere denken. Ich weiß, was er vorhat. Er will mich tot sehen. Okay, der scheint wirklich ein bisschen Ärger zu haben. Deswegen, wir haben ja ein gutes Herz, wir helfen ja jedem. Kann ich irgendwas tun? Mit Ihrem Freund reden vielleicht? Würden Sie das? Mehr will ich nicht. Nur jemand, der mit ihm redet. Er soll mich in Ruhe lassen. Er meint, er kann mich herumschubsen. Aber Sie zeigen's ihm, oder? Natürlich, wir werden mit ihm reden. Sagen Sie mir, wo er ist und ich suche ihn. Okay. Er wollte mich unten in den Bezirken beim Markt treffen. Er gab vor, er wolle nur reden. Er heißt Korban. Er ist Salarianer. Ich denke nicht, dass er Ihnen Probleme bereiten wird. Er ist nur ein Wissenschaftler. Korban? Das ist der Kerl, der uns darum bat, die Keeper zu scannen. Die Keeper? Das ist noch ein guter Grund, ihn ausfindig zu machen. Das verstößt gegen die Gesetze. Ja, das haben wir ihm auch schon gesagt. Ich werde mich gleich darum kümmern. Mal sehen, was er so vorhat. Was Korban betrifft, ist dieser Tage alles möglich. Also, viel Glück! Dankeschön. Ja, da haben wir auch direkt schon eine Nebenmission. Ja, Korban ist tatsächlich der Typ, der uns mit dem Keeper-Scannen beauftragt hat. Der Penner. Blöde Mission. Uns fehlen noch zwei Keeper und bei einem weiß ich, glaube ich, wo er ist. Aber ich sehe es wieder so kommen, dass mir dann ein Keeper fehlt. Den werde ich dann wahrscheinlich offscreen irgendwie suchen gehen oder so. Keine Ahnung. Ja, aber jetzt reden wir erstmal mit Kellick, der uns ja angesprochen hat vor der Bar. Nichts für ungut, Commander, aber was haben Sie sich nur dabei gedacht? Hä? Was denn jetzt? Was hat denn der jetzt für ein Problem? Ich verstehe nicht. Sie hätten Chennas Deckung auffliegen lassen können. Wir waren dort, um ihr zu helfen. Dachte ich mir. Es mag kaltherzig erscheinen, Sie dem ganzen Risiko auszusetzen, aber wir behalten Sie genau im Auge. Ja, aber trotzdem ist es jetzt sehr gefährlich. Müssen Sie für ein paar Informationen wirklich Ihr Leben riskieren? Dieser Job ist nicht leicht und oft unangenehm. Ich nehme jede Hilfe, die ich kriegen kann. Aber da Sie sich solche Sorgen um Ihre Sicherheit machen, vielleicht können wir uns ja gegenseitig helfen. Ihr von der Zitadell-Sicherheit versucht doch immer mit allen Tricks zu spielen. Gehört zum Job. Also, helfen Sie mir nun oder nicht? Ja, okay, vielleicht können wir ja die Schwester dann so aus dem Dienst befreien. Ich brauche mehr Details, dann helfe ich Ihnen. Ich bin hinter einem illegalen Waffenhersteller her. Ich will nur ein paar Produkte. Dank Jenners Informationen habe ich herausgefunden, dass es einen Verkäufer hier auf der Zitadelle gibt. Sie treffen unseren Mann, Jax mit Namen, holen die Mods und bringen sie her. Damit habe ich alles beisammen. Okay. Dann wollen wir aber noch ein bisschen mehr über den Auftrag erfahren. Warum machen Ihnen diese Mods so große Sorgen? Wir haben Zugang zu den fortschrittlichsten Waffen, die es gibt. Das verschafft uns Vorteile. Was meinen Sie, passiert, wenn wir die verlieren? Diese illegalen Mods verschaffen Verbrechern einen Vorteil, den wir nicht zulassen dürfen. Jax wird mir sagen, wo diese Mods herkommen. Nein. Wenn Sie Jax umbringen, macht das meine ganzen Nachforschungen zunichte. Jax. Die haben ihn echt Jax genannt. Ich hätte ihn jetzt Jax ausgesprochen, aber okay. Wo kann ich diesen Jax finden? Jax ist in den unteren Ebenen der Märkte. Ich gebe über unsere Wege durch, dass Sie der Käufer sind. Viel Glück, Commander. Okay, das heißt, wir haben zwei neue Nebenmissionen und beide führen uns in die Märkte. In die unteren Ebenen. Okay. Ah, ich kann auch mit dem Zitadell-Sicherheitsoffizier reden. Hallo, Commander. Okay. Oder auch nicht. Ja, dann nähern wir uns jetzt schon wieder langsam dem Ende dieses Parts, aber wir haben ja eigentlich viel geschafft, also mehr als in den anderen Parts. Ich werde jetzt aber nochmal schnell diesen einen Keeper suchen, den ich, wo ich relativ sicher bin, wo er ist. Und damit müssen wir mit diesem Aufzug fahren. Und dann scannen wir den nämlich noch schnell und dann soll es das gewesen sein. Zum Präsidium. Warte mal. Nee, dann war es dieser Fahrstuhl. Dann war es der. Glaube ich. Genau, zur Andockbucht. Da steht nämlich die Normandy von uns. Und ich meine, da wäre auch ein Keeper. Wenn wir Glück haben, sind da auch direkt zwei. Aber das kann ich euch nicht versprechen.
Francis Kidd sprach über seine Pläne, Hamlet mit Elcor-Darstellern zu verwirklichen. Die Produktion wird den Elcor das dramatische Theater näher bringen, wobei sich Hamlet der Elcor Körpersprache und Pheromone bedienen wird. Kidd sagt, dass er einem menschlichen Publikum überdies die Chance geben möchte, Hamlet anhand seiner Taten und nicht seiner Emotionen zu beurteilen. Hamlet aufgeführt von den Elcor, die keine Emotionen zeigen können. Ob das so eine gute Idee ist, ja gut, da wurde ja jetzt gerade gesagt, das wird auch mit Pheromonen unterstützt und so weiter, damit es so ein bisschen ausgeglichen wird, denke ich mal. Naja, ich würde es mir angucken. Ah ja, seht ihr, da hinten steht ein Keeper. Aber es ist leider nur einer. Verdammt. Das heißt, irgendwo ist noch ein Keeper, den ich übersehen habe. Aber okay. So, den scannen wir noch schnell. Zack. So, jetzt fehlt uns noch genau ein Keeper. Ein verdammter Keeper. Okay. Ja, dann würde ich sagen, war es das aber erstmal für diesen Part. Und ich schätze mal, dass ich mich dann mal offscreen auf die Jagd nach diesem Keeper begeben werde, wenn ich es nicht vergesse. Werde ihn dann aber nicht scannen, sondern werde nur rausfinden, wo er ist. Und werde dann mit euch zusammen dahin laufen. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Part hoffentlich vor diesem Keeper wieder. Deswegen würde ich sagen, was ist das mit Mass Effect und bis dann. Ciao.